Hallo, wie ihr schon an der Überschrift erkennen könnt, gibt es heute wieder ein Degusta-Box-Video. Ich habe die Box jetzt schon eine Weile hier stehen gehabt. Tut mir leid, dass das Video erst jetzt kommt, aber ich kam nicht zum Drehen. Aber die Sachen sind echt ziemlich cool, die hier drin sind. Deswegen wollte ich das auf jeden Fall noch für euch abfilmen. Und wir fangen auch einfach direkt mal an, sonst wird das wieder so ewig lang. Ich fange mal mit dem an, was mir so ziemlich am besten gefällt. Und zwar ist das eine Karottencremesuppe. Die kommt in so einem Glas und die ist zwar mit Kokos, weil da vorne ist so eine Kokosnuss drauf und ich mag Kokos ja nicht so gerne, aber wenn das nur so ein bisschen ist, dann finde ich das schon ganz okay. Und da ist auch irgendwie kein Mist drin. Also da ist Wasser, Möhren, Kartoffeln, Kokosmilch, Zwiebeln, Salz, Paprika, Ingwer, Orangenschalen, Öl und Chili. Also echt nichts Blödes und es ist auch noch Bio und so ein Kram, also da freue ich mich schon echt drauf, das mal zu probieren. Ich hoffe, man schmeckt den Ingwer jetzt nicht so doll und die Kokosnuss, weil beides mag ich nicht so gern, aber im Prinzip finde ich das total cool. Dann sind in der Box noch zwei Getränke und zwar von Rauch und zwar ist das sowas wie eine Schorle. Make your day a happy day, Maracuja Spritz und das gleiche nochmal in Rhabarber. Ich weiß noch nicht genau, ob ich das trinken werde, weil ich eigentlich immer nur Wasser trinke. Und jetzt sagt ihr, oh, du hast aber auf Instagram letztens eine Cola gezeigt. Ja, die war von meinem Freund. Und es war eine Zero. also wenn Maracuja, ich liebe ja Maracuja, da weiß ich noch nicht genau, ob ich mich da zurückhalten kann. Aber ansonsten, also ich finde es cool, dass es mit drin ist. Und ich glaube, für den Sommer ist es auch total toll, sowas da zu haben und kaltgestellt zu haben. Aber hätte ich jetzt nicht unbedingt gebraucht. Was ich auch überhaupt gar nicht gebraucht hätte, ist der Eiskaffee von Bärenmarke. Ich trinke ja überhaupt gar keinen Kaffee und nix, deswegen werde ich das einfach verschenken, weil das nix für mich ist. Ich hole mal das Schwere jetzt hier raus, damit ich nicht mehr so Probleme habe, den Karton zu halten. Und zwar ist das ein Wein. Und der sieht so aus. Oh Gott, dieser Karton. Der sieht so aus. Ich finde diese Flasche unglaublich hübsch. Also die ist nochmal so bedruckt mit so einem, so einem Blättermuster oder so. Also wahrscheinlich diese Weintraubenblätter. Und das ist ein süßer, fruchtiger Rotwein. Klingt eigentlich ganz gut, aber ich mag allgemein eigentlich keinen Wein. Also ich denke, ich werde den mal probieren. Aber ansonsten kriegt dann einfach meine Mama, weil die trinkt schon mal ganz gerne Rotwein. Und die trinkt das gerne, jetzt Achtung, mit Cola. Jetzt denkt ihr so, was, sie trinkt Rotwein mit Cola. Ja, das hat sie auch gesagt, als sie das neu gehört hat. Das ist doch bestimmt voll widerlich. Das hat sie nämlich im Fernsehen irgendwann mal gehört und dann hat sie das ausprobiert und es hat ihr total gut geschmeckt und seitdem macht sie das. Also ihr könnt es ja mal ausprobieren, falls ihr experimentierfreudig seid. Rotwein mit Cola, ja. Aber wie gesagt, ich probiere den mal und ansonsten freut sich meine Mutti. Dann sind hier noch fünf von diesen kurzen drin. Und zwar ist das scharfer Granatapfel. Das sind einfach so kleine Schnapsfläschchen. Die gab es schon mal in der Box. Allerdings dann in Johannisbeere, meine ich. Und ich glaube, ich habe davon sogar noch zwei oder so im Kühlschrank stehen. Weil ich sowas eben nicht so oft trinke. Ich bin nicht so der Alkoholfan. Also nicht mal, dass ich jetzt hier einen auf Zeigefinger und sonst irgendwas mache. Es schmeckt mir einfach nicht so gut. Deswegen trinke ich das total wenig, aber manchmal, selten, habe ich dann mal ein bisschen Bock drauf und dann ist sowas Kleines eigentlich auch ganz nett, weil das reicht mir mehr als aus. Also das, ich brauche dann auch nicht viel, wenn ich dann mal einen kleinen Schluck möchte. Ich bin so jemand, ich probiere dann immer bei anderen und dann reicht mir das aber auch. Dann haben wir hier noch was drin, was ich wieder nicht konsumieren darf, wenn man das so sagen möchte. Und zwar ist das von Fun, ein Pure Energy Sugar Free Chewing Gum, also ein Kaugummi mit Koffein oder so oder Guarana, vielleicht auch beides, also wieder sowas Energy-mäßiges. Das vertrage ich ja leider nicht, deswegen werde ich das auf jeden Fall auch verschenken. Dann noch was total cooles und zwar Ketchup. Warum ist der cool? Der ist cool, weil der ist nur gesüßt mit fruktosefreiem Bio-Glucose-Sirup. Ich weiß nicht, ob das so wahnsinnig toll ist, aber es ist zumindest, es hört sich toll an. Dann ist da keine Laktose drin, kein Kristallzucker und glutenfrei. Was ich ganz cool finde, weil ich bin mir nicht sicher, aber es könnte sein, dass ich ein bisschen Probleme mit Gluten habe.
Ich dachte immer so, oh mein Gott, Gluten, jetzt kommen sie auch noch damit. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass ich selbst so ein bisschen gucken muss, was ich so esse, weil ich nicht alles gut vertrage und da so ein bisschen empfindlich bin. Und jetzt probiere ich einfach mal aus, wie das alles so funktioniert, wenn ich das so ein bisschen weglasse. Da ist sowas natürlich ganz gut, wenn ich dann einen Ketchup im Haus habe, wo das schon mal nicht mit drin ist. Denn ich mag eigentlich schon ziemlich gerne so Ketchup und so Soßen. Ja, deswegen finde ich das cool, dass der da mit drin ist. Das vorletzte Produkt ist von Erdbeer, freche Freunde ohne Zuckerzusatz. Das sind, glaube ich, Vollkornkekse in Apfel-Ingwer. Ist nur so ein ganz kleines Tütchen. Habe ich schon mal jemand anders gesehen, dass der das probiert hat, sie das probiert hat und fand das jetzt nicht so dolle. Also es schmeckt, glaube ich, ziemlich gesund. Aber ja, finde ich eigentlich ganz nett. Vor allem finde ich es gut, dass in letzter Zeit ziemlich viele Produkte in der Box sind, die so ein bisschen ja, gesünder sind. Auch wenn sie vielleicht nur augenscheinlich gesund sind, man trotzdem halt nicht so viel davon essen sollte. Aber ich meine, ich hätte gelesen, dass hier kein Weißmehl... Doch, es ist Weißmehl drin, aber es ist an erster Stelle Weizen-Vollkornmehl und dann kommt erst Weizenmehl, wobei das natürlich dann auch wieder Gluten hat, ne? Weizen. Also, aber im Prinzip, ich finde es ganz cool, dass die da so ein bisschen gucken, dass das nicht nur Süßzeug ist. Zum Beispiel auch hierbei, das ist eine Schokolade mit Karamell, allerdings ohne Zucker. Das ist nur mit Stevia gesüßt und das finde ich auch ganz cool. Ich meine, Stevia, ich habe Stevia zu Hause, ich habe das schon mal probiert und ich finde, man schmeckt es immer total raus und mir schmeckt es nicht. Aber die hier müssen das Ganze ja verkaufen, deswegen denke ich mir, wissen die vielleicht ein bisschen besser, wie man das so ein bisschen dosiert oder auch mit anderen Zutaten mischt, sodass das einfach nur noch schmeckt, hoffe ich. Also ich bin schon sehr gespannt, wie das schmeckt und ja... Es ist auch irgendwie Fair Trade und so, also alles total toll. Allerdings habe ich neulich ein Doku gesehen über Fair Trade und offensichtlich gibt es kein Fair Trade. Das ist nur nett, wenn es draufsteht, aber eigentlich gibt es das nicht. Ja, das war die Box. Im Prinzip finde ich die Box echt gelungen, eine schöne Box. Ich gucke hier immer hin, weil ich dann da die Sachen stehen habe, falls ihr euch immer wundert, warum ich da immer so hingucke. Natürlich sind auch wieder Sachen mit dabei, die ich jetzt nicht mag, wie jetzt der Eiskaffee oder so. Aber im Prinzip finde ich es echt schön und ich weiß auch bei den Sachen, die ich jetzt nicht konsumieren werde, wem ich es schenken kann. Insofern echt gut. Ihr könnt mich gerne mal wissen lassen, wie ihr den Inhalt findet, ob da Sachen dabei sind, die ihr nicht mögt und ob das mehr Sachen sind, die ihr nicht mögt, als Sachen, die ihr mögt. Das ist ja immer so eine Sache. Und ja, dann war es das für heute. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut!